Herzlich willkommen zu Part 17 von Let's Play die Sims 4 Disney Legacy Challenge. Wir sind hier zurück bei unserer lieben Snow und unserem lieben Jacob. Sorry, mein Gehirn hat kurz ausgesetzt. Ich wollte eigentlich schon viel früher aufnehmen. Ich habe heute früh dieses My Sim Picks My Makeup Video gedreht und das ist richtig witzig. Und danach muss ich mich abschminken, neu schminken und so. Und dann wollte ich hier dieses Let's Play aufnehmen. Und dann habe ich die ganze Zeit eine Last Exception Benachrichtigung bekommen. Die ist jetzt leider immer noch da. Ich bin auf die Suche gegangen und habe hier 50-50-Variante gemacht, immer meine Mods rausgetan. Und dann dachte ich, ich hätte es fast und dann habe ich ihn aber irgendwie doch nicht gefunden. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann es sein, dass jetzt hier ab und zu immer noch Last Exception kommt. Ich weiß nicht genau, von welchem Mod das ist. Die großen habe ich jetzt alle geupdatet. Okay, Jacob steht auf jeden Fall gerade auf. Er muss jetzt gleich zur Arbeit, deswegen muss er natürlich auch was essen. Er nimmt jetzt einfach mal die Reste. Ja, ich war leider die letzten Tage erkältet, deswegen kamen auch keine Videos. Ich weiß nicht, ob das dann My Sim Picks My Makeup Challenge Video zuerst online kommt. Deswegen, ja, ich war die letzten Tage ein bisschen out of order und dann war es ja auch noch so heiß. Und es war echt eine etwas doofe Mischung. Aber naja, jetzt sind wir hier auf jeden Fall wieder zurück. Ihr habt es alle sehr vermisst. Ich habe eure Kommentare gelesen und eure Nachrichten bekommen und so. Das ist echt Wahnsinn, wie ihr dieses Let's Play feiert und das freut mich wirklich mega, mega toll, weil ich mag es auch voll gerne. Und im letzten Part ist ja auch etwas super Aufregendes passiert, denn die zwei haben sich endlich verlobt und ich habe komplett, ja, die Realität, den Bezug zur Realität verloren und habe danach erstmal ein Verlobungsshooting veranstaltet. Die Bilder seht ihr am Ende des letzten Parts, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Mega schön. Ich fand es richtig, richtig süß einfach. Ja, nur so zur kleinen Erinnerung, weil der letzte Part ja jetzt doch schon ein wenig her ist. Genau, und Jacob muss jetzt, wie gesagt, Abide, sagt meine Mutter immer. Dann geht er mal eben hier auf Toilette. Ich komme hier unten nicht an die Pfützen ran, weil das Waschbecken da, ach, war das Waschbecken, die Badewanne da steht. Ich glaube, ich würde heute nochmal mitgehen, einfach aus dem Grund, dass wir möglichst schnell da auch weiter befördert werden, damit wir möglichst schnell auch mehr Geld bekommen. Und da wir noch einen Tag haben, bis Snow ihr Baby bekommt, beziehungsweise ihre Babys, wir wissen es ja schon, weil ich ja einen kleinen Gehirnaussetzer hatte, ja, können wir jetzt heute hier noch, seht ihr, können wir jetzt heute hier noch einmal mit zur Arbeit gehen. Ich glaube, er wurde ja beim letzten Mal befördert, genau. Und er muss jetzt zu einem Tatort gehen und auf Patrouille gehen. Und das werden wir doch jetzt gleich mal machen. Okay, wir sind an einem komplett leeren Ort und er schmeißt erstmal den Müll weg. So ist es richtig, mein Lieber. Mit Zivilisten plaudern, eine Vorladung aussprechen und einen Fall zugewiesen bekommen. Das mache ich aber nicht hier, oder? So, hier haben wir Cassandra Grusel. Die werden wir gleich mal ansprechen. Werden uns einmal freundlich vorstellen. Na toll, jetzt muss er aber noch pieseln. Da kloppen sich welche. Yes! Endlich! Juhu! Ja! Yeah. Sehr gut. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so sehr über eine Schlägerei freuen kann. Aber es ist tatsächlich passiert. Und er düdelt jetzt mal darüber in seinem Pipi-Walk. Yay! Die Arme! Warum wird die so viel verprügelt? Ja, dann sprechen wir doch gleich noch eine Vorladung aus. Können wir jetzt auch einfach zur Polizeiwache zurückkehren? Wir haben ja jetzt genug hier patrouilliert. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Okay, jetzt haben wir noch einen Fall zugewiesen bekommen. Das tun wir hier. Fallzuweisung erhalten. Yay! Und dann können wir hoffentlich ja auch noch zu einem Tatort gehen, denn wir arbeiten ja noch bis 17 Uhr und wenn wir dann zu einem Tatort gehen, dann kriegen wir hier auch noch die Beförderungsaufgabe erfüllt. Das wäre doch schön. Ups, vielleicht sollte er erstmal für kleine Jacobs gehen. Yay, Jacob wurde ein neuer Fall zugewiesen. Benutze die Verbrechenskarte, um zum Tatort zu gelangen und beginne mit den Ermittlungen. Ist das richtig? Eine Fallakte anlegen. Ja, ist richtig. Okay. Hast du das jetzt getan? Nee, jetzt. Ah! Wo habe ich drauf gedrückt? Habe ich jetzt wieder auf Patrouille gehen gedrückt. Yay! Oh, Jacob hat gute Arbeit. Die Bürger werden seine Benachrichtigung sicher zu testen. Wir haben einen Urlaubstag bekommen zusätzlich? Wie wunderbar. Oh, vielleicht können wir jetzt sogar in Elternschaft gehen. Geht auch irgendwie, oder? Ich meine, das geht irgendwie. Okay,
Wir haben den Arbeitstag überstanden. Ja, I know. Sehr gut. Okay, und Snow hat, müsste jetzt fast im dritten Trimester sein. In 5 Stunden ist sie im dritten Trimester. Okay. Und der kleine Babyboy, wie alt ist er eigentlich? In 2 Tagen wird er zum Kleinkind. Und er muss ja, ne, wir dürfen ja nicht einfach ihn hier zum Kleinkind, ach, zum Kind werden lassen. Er muss ja entweder bei allen Sachen Level 3 erreicht haben oder bei einer Sache Level 5. Und ich würde sagen, er kann sich noch überhaupt nicht so gut bewegen. Deswegen kann Snow, die hat ja wohl jetzt hier den ganzen Tag irgendwie gar nichts gemacht, kann sie mal zu ihm gehen und Kinderbetreuung. Jetzt muss ich erstmal wieder herausfinden, wie das geht hier. Erziehung, nee, freundlich, ach, weiß ich nicht, wie das geht. Sprechen beibringen können wir ihm aber noch weiter. Komm, dann bringen wir ihm noch weiter Sprechen bei. Er hat ja da, glaube ich, auch erst Level 3 in Kommunikation, oder? Ja, Level 3. Da könnten wir es schaffen, auf Level 5 zu kommen. Das wäre ja ziemlich cool. Was hat er eigentlich nochmal für Merkmale? Engelsgleich. Ja, Flynnboy, du bist ein Engel, das stimmt. Oh, küsst euch. Küssen. Küssen. Guckt euch ihr Babybauch an. Wow. Und sie hat übrigens einen mittleren Akneausbruch. Der, die Akne-Dingsbums. Die, ja, hier genau das wurde überarbeitet im Slice of Life Mod. Das zeige ich aber auch noch in einem anderen Video. So, und er braucht soziale Interaktion. Deswegen kann er jetzt einfach mal hier seinen Broski anrufen. Mit dem war er nämlich gestern noch unterwegs, als ich nicht aufgenommen habe. Kann er jetzt einfach mal hier mit ihm ein bisschen plaudern mit dem Nobuya. Und der Aaron scheint auch ganz nett zu sein. Mit dem hat er sich auch gut verstanden. Er war einfach mit dem Nobuya ein bisschen essen. Die waren in einem Restaurant. So, supi. Sie kann dabei noch ihre Eltern, Erziehungsfähigkeit noch ein bisschen weiter aufpäppeln. Und er erfreut sich an seiner Sprache. Super. Snow bringt den kleinen Flynn jetzt gerade ins Bett. Und währenddessen ist Jacob noch eine kleine Runde joggen gewesen. Und jetzt stinkt er sehr. Und sollte vielleicht duschen gehen. Vielleicht. Oh, und Peppy macht es sich auf dem Sofa bequem. Hier, setz dich ruhig. So, du gehst jetzt duschen. Jacob wird jetzt in Elternzeit gehen. Weil wir werden ja heute definitiv das Kind bekommen. Hier steht ja schon. Nein, lass mich in Frieden. Hier steht ja schon. Drittes Trimester und Entbindung im Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Jacob hat jetzt einen Tag Elternzeit. Wow. Vielen Dank für die Großzügigkeit. Das ist ja weltbewegend. Amazing. Okay. Snow muss noch weiter schlafen, denn sie ist ultramüde, weil Flynn heute Nacht noch ein bisschen anstrengend war. Jacob braucht ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen was zu essen. Hör mal, dann kannst du doch jetzt hier einfach mal Frühstück servieren, oder? Wie wär's, wenn du jetzt hier einfach eine Runde Pfannkuchen machst und zwar in einer kleinen Familiengröße, damit wir wieder nicht so viel haben. Warum bist du traurig? Einsam. Okay. Ich habe mir gerade gedacht, wir haben ja jetzt Liegestühle. Wie wäre es denn, wenn wir uns draußen. Warte, nee, wir geben da nicht Liege ein. Wir gehen einfach hier auf Outdoor und dann kommt das bestimmt hier. Ja, wenn wir uns jetzt hier draußen 2 Liegestühle hinlegen, das finde ich richtig cool. Ich finde, das passt gut zu unserem Häuschen hier. Vielleicht die Holzdinger, aber in ein bisschen schlichter. Schauen wir denn. Das ist irgendwie alles ziemlich bunt. Dann nehmen wir halt doch die gelben. So, warte mal. Wir machen mal die Dinger hoch und dann stellen wir die Liegen so hier hin. Wir hätten gerne noch eine. Stellen die dann nebeneinander, denn heute ist nämlich Sommeranfang. Das haben wir, da haben wir gerade die Benachrichtigung bekommen. Wo ist denn eigentlich unser Pool hin? Ach, hier hinten. Hier ist der kleine Pool für Flynn. Dann stellen wir den Pool hier hin. Und dann können wir nämlich jetzt noch so ein bisschen die Abendsstunden hier genießen, auch wenn die Sonne hinterm Haus ist. Aber ich glaube, das ist ganz gut für die Family noch so jetzt als Vorbereitung, bevor das Kind kommt. Snow, leg dich doch mal hier hin. Ach, sie kann sich nicht sonnen. Es ist zu dunkel für ein Sonnenbad. Wow, egal. Entspann dich einfach hier so ein bisschen. Wer bist du und was tust du auf meinem Grundstück? Wir müssen dringend einen Zaun um unser Grundstück platzieren. Das ist wirklich. Oh, ups. Sie wurde von unseren Bienen angegriffen.
Vielleicht sollten wir den Bienen nochmal das Milbenmittel geben. Ich glaube, das besänftigt die ja ein bisschen. So, und Jacob, du kannst jetzt hier mit Flynn im Planschbecken spielen. Und was hast du hier? Sonnige Aussicht. Oh, weil hier so ein schöner Sonnenuntergang ist. Aber ganz ehrlich, ich sehe gar nichts. Ich sehe 0,0. Der Geburtstag von Flynn naht. Oh, aber morgen erst, oder? Ja, morgen hat Flynn Geburtstag. Okay, wir müssen noch dann dringend morgen an seinen Fähigkeiten arbeiten, denn wir haben es noch nicht geschafft, irgendwas auf Level 5 zu bringen. Yay. Vielleicht sollten wir das jetzt lieber machen, als im Pool zu spielen. Aber ich meine, es ist warm. Wie viel Grad haben wir? Teilweise bewölkt, aber es ist warm. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Die Wehen haben eingesetzt. Und sie ist am Schrubben. Meine Liebe, ich weiß ja nicht. Irgendwie ist es, weil ich weiß nicht, ob das das Richtige so ist, was du jetzt tun solltest. Aber wir werden jetzt. Kann ich sie nicht ins Krankenhaus bringen? Nee, warte mal. Wie läuft das hier nochmal? So? Oh, Nina, kannst du dir nicht mal irgendwas merken? Baby im Krankenhaus bekommen. Okay. Und Leute, es geht los. Wir werden ins Krankenhaus fahren. Mit Jakey natürlich. Jakey kommt auf jeden Fall mit. Oh, Leute. Oh, ich habe noch gar keinen Namen rausgesucht. Oh, there Oh you go, mein Gott, pal. Leute. Ich habe nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, wie viel ich nicht aufgenommen habe. Aber ich habe nicht aufgenommen. Ja, unsere zwei Jungs wurden geboren. Kenai und Koda heißen sie. Der Name kommt von. Eine Sekunde. Jola Koblin. Vielen, vielen Dank für deinen Namen. Oh Gott, Leute, ich könnte mir so in den Arsch beißen. Wie kann man denn so doof sein? Naja, auf jeden Fall sind die Jungs jetzt da. Und das ist das Wichtigste. Wir gehen jetzt zusammen nach Hause und werden dann die Zweisamkeit, Viersam, Fünfsam, Sechsamkeit genießen. Okay, was wir jetzt noch machen werden, ist hier das Zimmer ausbauen. Ich denke, wir machen jetzt hier einfach erstmal ein großes Zimmer draus, dass die quasi dann zu dritt in einem Zimmer schlafen. Ich glaube, dass Flynn damit einverstanden wäre. Ich glaube, er ist auch ein super guter großer Bruder. Oh, jetzt drücke ich mal auf die falsche Taste hier. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch ein Fenster, das wir dann hier so hinmachen. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Und die gleiche Wand müssen wir natürlich auch noch dahin machen. Und dann machen wir da auch noch ein Fenster hin. Sehr gut. So, dann haben wir das auch schon mal. Dann brauchen wir nur noch ein Dach, ein Dächlein. Und zwar so. Und dann ziehen wir das Dach hier noch ein bisschen rein. Dann ziehen wir es einfach ganz durch. Dann sieht das vielleicht sogar noch ein bisschen cooler aus. Oder sieht das cooler aus oder sieht das nicht cooler aus? So definitiv nicht, Madame. Hello. So, aber vielleicht. Ja, komm, lassen wir jetzt einfach erstmal so. In Ordnung. Und dann gucken wir uns jetzt mal, was wir an. Also jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier drin machen können. Der Boden wurde automatisch mit übernommen. Jetzt brauchen wir aber noch. Ich brauche mal eben Licht. Jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall noch Betten für die Babys. Wie kleine Babys für Kenai und Koda. Ich finde das so schön. Das sind so tolle Namen. Kenai und Koda. Das sind übrigens die Namen von Bärenbrüder. Das habe ich ja leider jetzt gerade nicht mit aufgenommen, als ich das erzählt habe. Ich habe übrigens gerade geguckt, wann ich aufgehört habe aufzunehmen. Also es ist ja nicht, ihr habt nicht so viel verpasst. Ihr habt ja wirklich nur die Geburt verpasst. Wir nehmen diese Betten hier. Die finde ich nämlich richtig schön. Passt da noch alles durch? Ich glaube, wir machen das andere Bettchen gegenüber. Dann machen wir das noch richtig an die Wand. Und das hier auch. Und dann machen wir die Babes da rein. Ist das überhaupt ein Funktion? Och, das ist ja gar kein funktionierendes Bett. Ah! Okay, dann nehmen wir halt das hier. Ich glaube, das ist das Gleiche, was Flynn vorher auch hatte. Sind wir ja auch mit zufrieden, Leute. Wir wollen uns nicht beschweren.
So, ein Baby bitte da rein. Hallo, Baby, kommst du bitte aus der Wand? Kommen Sie bitte aus der Wand raus. Vielen Dank. Und vielleicht machen wir das dann noch so ein bisschen mehr nach unten, damit es nicht... Ja, supi. Gut, dann sind die zwei jetzt auch im Bettchen. Flynn hat da noch sein Bett. Das ist doch super, oder? Dann ist da noch ein bisschen Spielzeug. Guck mal, dann können wir sogar ein bisschen Spielzeug noch hier rüberräumen. Ja, sehr schön. Damit bin ich zufrieden. Vielleicht können wir jetzt sogar auch noch hier so ein Bücherregal hinstellen. Finde ich ganz schön für Flynn. Dann kann er da sich auch noch Bücher angucken. Ja, sehr gut. Haben wir das doch auch geregelt. Yay. Und die Family ist wahrscheinlich auch total am Purpose jetzt. Wir haben schon 12 Uhr nachts. Es wurde nichts aus dem entspannten Sommertag. Aber irgendwie, naja, es ist ja doch irgendwo schön. Guck mal, die zwei hier, sie noch in, mit, hallo Nina, kannst du reden? Mit Krankenhauskleidung und Jakey in, nein, wir machen definitiv nicht direkt wieder ein Baby. Und Jakey hier mit seiner schönen Sommerkleidung. Warum höre ich jetzt eigentlich Musik? Keine Ahnung, aber mir gefällt's. Hallo, Jakey. Wo bist du hingelaufen? Was möchtest du? Mit einem Hund spazieren gehen. Hör mal, du hast einen Hund. Mit dem kannst du auch spazieren gehen. Oh, die zwei sind glücklich, dass sie einander haben. Wo ist Flynn? Er krabbelt gerade die Treppe hoch. Okay. Und die zwei genießen jetzt einfach noch hier ihre Zeit zusammen und freuen sich über die zwei kleinen Baby-Boos. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch dieser Part gefallen hat, auch wenn es ein bisschen faily war und Nina wieder mal nicht gemerkt hat, dass sie nicht aufgenommen hat. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Das Edit des Tages kommt heute von Simfinity-Live. Vielen, vielen Dank für dein schönes Edit mit einem Bild aus L.A. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, solltet ihr das tun, Ninsi-XX. Und auch auf Twitch, Simfinity-Nina. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich mache mich mal noch mal ganz schnell groß. Und hoffe, dass ihr das Leben genießt. Ich höre jetzt auf zu labern. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich hab euch lieb.